Normalerweise, wenn ich hier stehe, stehen hier immer ganz viele Bilder meiner Familie. Das habt ihr schon oft in Videos gesehen. Und ihr habt vielleicht aber auch schon gesehen, da gibt es auch noch zwei Bilder, die ich hier auch stehen habe. Und zwar zum einen ist das hier einmal ein Bild von mir, als ich vor 2 Jahren oder vor 3 Jahren in Omaha war, auf der Hauptversammlung von Berkshire Hathaway. Und also hier ein Bild mit Warren. Nein, das war leider nicht im Original, sondern das war nur ein Pappaufsteller. Und gab es übrigens eine lustige Story damals hier mit dieser Dose. Und deswegen geht es heute mal im Video wieder über Warren Buffett, und zwar die 5 Erfolgsregeln von Warren Buffett. Und welche das sind und was es mit dieser Cola-Dose hier auf sich hat, das erkläre ich euch jetzt im Video. Ihr seid also immer noch auf dem richtigen Kanal. Mein Name ist Jens Rabe und hier geht es um die Themen Börseninvestment, Unternehmertum. Und jetzt erkläre ich euch das mal kurz mit dieser Dose auf. Wer diesen Kanal hier schon länger verfolgt, der weiß, ich war im Jahre 2017 und auch 2018 auf der Hauptversammlung in Omaha. Und als ich 2017 war, auch einen schönen Vlog gemacht. Da gibt es auch hier noch Videos dazu. Also sucht das einfach mal oder wir verlinken es euch hier unten mit. Da könnt ihr euch das mal anschauen. Und da ist Folgendes passiert. Da gab es hier diese Sonderedition. Das ist also eine limitierte Dose Coca-Cola mit Kirschgeschmack. Ne? Ihr wisst, Warren Buffett, das ist ja einer, der Cherry Coke trinkt. Ich persönlich mag es ehrlich gesagt nicht so sehr, aber er steht da drauf. Und ich habe mir natürlich so eine Dose gekauft. Ne? Man, das ist ja so ein bisschen Fanartikel sozusagen. Ich habe die mir dann gekauft und war der Meinung, ich nehme die mit. Und jetzt habe ich auch noch gedacht, hey komm, die tust du nicht in den Koffer, damit die nicht kaputt geht. Damit die also dir nicht irgendwie im Koffer kaputt geht, und habe sie im Handgepäck gehabt. Und komm in Omaha an den Flughafen, bin an der Sicherheitskontrolle und der nette, aber bestimmte Officer sagt da, so nicht. Und er sagt, ah stimmt, darfst ja keine Flüssigkeiten mitnehmen, die mehr als 100 Milliliter sind. Und dann habe ich die halt einfach noch schnell aufgemacht, habe die ausgetrunken. Und wenn du mal morgens um 9 eine lauwarme Cherry Coke getrunken hast auf Ex, dann hast du was erlebt. Ne? Also deswegen hängt die jetzt hier, hat so eine gewisse Bedeutung. Hier das Bild daneben, das hat mir meine Frau geschenkt. Und da steht was ganz Tolles drauf, nämlich the best investment you can make is an investment in yourself. The more you learn, the more you will earn. Also das beste Investment, was du machen kannst, ist in dich selbst. Je mehr du lernst, umso mehr wirst du verdienen. Und Warren Buffett, über den haben wir schon viele Videos gemacht, und da brauchen wir jetzt auch nichts weiter dazu sagen. Jetzt ist mir kürzlich im Internet, ist mir etwas über den Weg gelaufen, und das habe ich mir sofort rausgenommen, weil ich es mal mit euch teilen will. Und zwar eine schöne Sache, und zwar Warren Buffetts 5 Regeln des Erfolgs. Jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob das wirklich so ist. Also ob wirklich Warren Buffett irgendwann mal gesagt hat, hey, das hier sind meine 5 Regeln des Erfolgs. Ihr wisst, es gibt von Leuten wie Arnold Schwarzenegger, da gibt es tatsächlich so, dass er sagt, das sind meine 6 Regeln des Erfolges, und da hält er auch Reden darüber. Ich weiß nicht, ob das jetzt hier bei Warren Buffett so stimmt. Man hat einfach Zitate von ihm genommen, hat es in Reihenfolge gebracht, 5 Stück, und hat dann gesagt, okay, das sind seine 5 Erfolgsregeln. Aber ich fand diese 5 Regeln so toll, dass ich gesagt habe, okay, die machen wir jetzt einfach mal hier. Ich sage euch immer kurz die Regel, sage euch eine kurze Meinung von mir dazu, und ihr könnt mal darüber nachdenken. Also ihr seht, wir sind zurzeit wieder so ein bisschen auf dem Mindset-Trip, aber wir haben jetzt lange kein Mindset gemacht, deswegen müssen wir das an der Stelle mal wieder tun. Also fangen wir an mit der Regel Nummer 1, und zwar die Regel Nummer 1 ist lesen, lesen, lesen. Also das heißt Bücher lesen. Und Warren Buffett ist ja bekannt dafür, wie verdient er eigentlich sein Geld. Ne? Und da würde jetzt jeder sagen, ja, der ist natürlich Investor und hat eine Beteiligungsgesellschaft und Versicherungen und so weiter und so fort. Wenn man ihn aber selber fragt, und das hat er auch schon oft in Interviews gesagt, wie verdienst du eigentlich dein Geld, dann sagt er immer, im Grunde genommen mit Lesen. Sowohl er, also Warren selbst, als auch sein Partner Charlie Munger behaupten von sich, dass ihr Erfolg fast ausschließlich oder hauptsächlich darauf zurückzuführen ist, dass sie den ganzen Tag lesen. Und es gibt ja einen wunderbaren Film auch über Warren aus dem Jahr 2017, wo man ihn begleitet hat, was macht er in seinem Büro. Und tatsächlich, der sitzt den ganzen Tag in seinem Büro, hat keinen Rechner da stehen und liest. Der liest natürlich Bilanzen, der liest Zeitungen, der liest vor allen Dingen auch Bücher, telefoniert ganz, ganz selten mit irgendwelchen Leuten. Und deswegen, lesen ist einfach eine wahnsinnig tolle Sache. Und ich sage euch das ganz, ganz häufig hier auch in Videos, lesen, das ist einfach das Nonplusultra, weil, und das ist jetzt so mein Beitrag zu dem Thema,
Du wirst in deinem Leben ganz, ganz viele Erfahrungen machen, in allen möglichen Bereichen. Du wirst auch an der Börse ganz, ganz viele Erfahrungen machen. Aber nirgendwo kannst du so viel lernen wie aus den Erfahrungen anderer Menschen. Und so viele Menschen vor uns haben schon Erfahrungen gemacht über Jahre, Jahrzehnte, haben daraus gelernt, haben daraus Erkenntnisse gezogen. Und all das kannst du dir für ganz, ganz wenig Geld in Form von Büchern kaufen. Und deswegen ist es gibt einen direkten Zusammenhang. Ich kann es in meiner absoluten Umwelt, in meinem Umfeld absolut so sagen, die Menschen, die lesen, die sind in der Regel immer etwas besser auch finanziell dargestellt als die, die überhaupt nicht lesen. Ne? Und jetzt klar, es kommt ein bisschen was darauf an, was du liest. Also wenn du jetzt jeden Tag immer nur ich weiß nicht, so einen Groschenroman, ne? Wobei ein Groschen kostet da gar nichts. Das ist übrigens eine ziemlich clevere Geschäftsidee, diese kleinen Romane, die die ganzen Rentnerinnen dann lesen. Wenn du das immer nur liest, hilft vielleicht nicht. Aber hey, hast zumindest immer schöne Bilder im Kopf. Aber wenn du natürlich auch mal andere Bücher liest. Ne? Jetzt musst du nicht jeden Tag irgendwie eine Bilanz lesen, jetzt musst du auch nicht jeden Tag irgendwie eine Biografie lesen, aber einfach ein weites Wissensgebiet. Charlie Munger sagt das ja auch. Er hat viele, viele Dinge aus der Wirtschaft erkannt, als er Sachen über das Römische Reich gelesen hat oder sonst irgendwas. Also das hilft. Also das heißt, lese einfach und du wirst viel mehr Erfolg im Leben haben als Leute, die nicht lesen. So, zweite Regel von Warren ist, find your passion, also finde deine Passion. Und er, das ist ein schönes Zitat jetzt von ihm hier, und zwar wird er gesagt, mach deinen Job so, als wärst du vermögend, als würdest du kein Geld brauchen. Ja? Und das ist tatsächlich so etwas, was auch ich sagen kann. Ich bin durchaus erfolgreich in meinem Beruf und ich liebe aber auch das, was ich mache. Und ich habe noch nie jemanden getroffen, der wirklich richtig Geld verdient hat, der irgendetwas macht, was er total hasst. Ne? Selbst die Leute, die sagen, ich hasse meinen Beruf und verdiene damit einen Haufen Geld, dann ist das oftmals so ein bisschen, die sagen das zwar, aber eigentlich stimmt es gar nicht, die machen das auch schon ganz schön gern. Aber ich habe ganz viele Leute schon getroffen, die wirklich unheimlich viel Geld verdient haben, indem sie einfach das gemacht haben, was sie lieben. Und deswegen ist das ganz, ganz wichtig. Du musst etwas finden, was du liebst, und dann wirst du damit auch glücklich werden und wahrscheinlich auch finanziell erfolgreich. Und jetzt gibt es natürlich viele, die sagen, ja, es gibt, aber ich habe ein Hobby, was ich total liebe, aber damit kann man kein Geld verdienen. Und da sage ich, das glaube ich nicht. Weil jedes Hobby, was du machst, dazu brauchst du ja irgendwas. Ne? Also machen wir ein Beispiel, wenn du angelst, und dann sagst du, ja, ich sitze halt gerne irgendwie am Teich und angel. Und das ist das, was mich total erfüllt und was mich total glücklich macht. Aber damit verdiene ich ja kein Geld. Ja, vielleicht mit dem Angeln nicht. Aber du könntest ja zum Beispiel anderen Leuten beibringen, wie man angelt. Oder du könntest ein Geschäft für Angelbedarf aufmachen oder irgendwas. Ne? Also es ist jetzt deiner Fantasie überlassen. Aber es gibt immer irgendetwas, was dir Freude macht, was dir Spaß macht. Und es gibt nichts Schlimmeres als Menschen, die etwas tun, was sie nicht lieben. Ne, gibt es eine ganze, ganze Menge. Es gibt wahnsinnig viele Leute, die sind todunglücklich in ihren Jobs, die sind todunglücklich in ihren Berufen, und ich verstehe es immer nicht. Ne? Die sagen, ja, ich verdiene aber hier Geld, und so sagen, ja, du kannst auch mit etwas anderem Geld verdienen. Die Welt ist offen, hat so viele Möglichkeiten, ist natürlich eine Frage, ob man sich bewegen will oder nicht, aber man sucht dir auf jeden Fall immer etwas, was dir Spaß macht, also find your passion. So, Regel Nummer 3. Und das ist klasse. Und zwar, never depend on a single income source. Also konzentriere dich niemals nur auf eine einzelne Einkommensquelle. Das ist natürlich gerade für Investoren wahnsinnig spannend. Und viele Leute sind tatsächlich vollkommen abhängig von einer einzigen Einkommensquelle. Ne? Und das ist zum Beispiel für die meisten das Gehalt. So, jetzt ist das ja auch logisch, dass man sagt, okay, ich muss mir eine Miete bezahlen, ich habe Verpflichtungen, Familie und so weiter und so fort, deswegen brauche ich ja einen Beruf, wo ich Geld verdiene. Aber du bist damit natürlich wahnsinnig abhängig, ne? Weil wenn diese eine Quelle mal wegfällt, dann sieht es halt düster aus. Und deswegen ist es immer gut, wenn man sagt, okay, konzentriere dich darauf oder fokussiere dich darauf, dass du mehrere Einkommensquellen hast. Und das ist natürlich jetzt nicht so einfach. Und viele denken auch, ich habe jetzt hier einen Job und da verdiene ich Summe X. Und jetzt brauche ich noch eine andere Einkommensquelle, wo ich nochmal eine Summe X verdiene und nochmal dieselbe Summe X in der dritten und so weiter und so fort. Das wird natürlich am Anfang schwer möglich sein. Aber du kannst natürlich eins machen, dass du sagst, okay, du baust dir andere Einkommensquellen auf. Und das kann eben ein Börseninvestment sein. Das kann, was weiß ich, ein Nebenjob sein oder irgendwas. Also es gibt so viele Möglichkeiten heutzutage, wo du was machen kannst. Du darfst dich aber nicht auf eine Einkommensquelle verlassen. Und wenn du dich mit wirklich reichen Menschen unterhältst, ne, ich habe übrigens ein ganz tolles neues Buch, das zeige ich euch demnächst mal, hier,
ein paar kennt schon, Psychologie der Superreichen von Zittelmann. Und auch das ist ganz klar. Reiche Menschen haben immer mehrere Einkommensquellen. Ja? Und jetzt kann man sagen, ja, ist ja kein Wunder, wenn du viel Geld hast, dann ist ja auch kein Problem, noch Immobilien, Aktien und Beteiligungen und so. Aber die sind auch nicht eines Tages früh aufgewacht, waren Millionäre und haben gesagt, so, jetzt hole ich mir noch 5 Einkommensquellen. Sondern die haben das von Anfang an auch entsprechend so aufgebaut. Also deswegen kümmere dich da immer darum, nie auf eine einzelne Einkommensquelle verlassen, sondern immer versuchen, wenn du nur eine hast, dann bau die aus, versuch die zu verstärken, aber versuch immer noch 2, 3 dazu zu bekommen. Ja? Also man sagt, reiche Menschen haben mindestens 5 verschiedene Einkommensquellen. Okay, und deswegen ist das übrigens auch ein ganz großer Schwachsinn, wenn Leute immer sagen, wenn du Trader bist, dann investierst du doch dein Geld nicht woanders rein, nicht in Immobilien oder langfristige Aktien oder noch ein anderes Geschäft. Ne? Wer so redet, hat einfach keine Ahnung, wie es funktioniert im Leben. Okay? Und das sagen ja übrigens auch alle nur die, die das gar nicht könnten. So, was haben wir als nächstes? Tolle Regel. Live like you're broke. Also lebe, als seist du pleite. Und was ist damit gemeint? Ne? Also Warren Buffett wird ja auch immer so hingestellt, als würde der, der wohnt ja tatsächlich in einem Haus, was er irgendwann in den 50er, 60er Jahren gekauft hat. Ja, sehr schönes Haus. Also das ist jetzt auch keine kleine Hütte, sondern das ist schon ein ordentliches Häuschen. Aber dass der so ganz, ganz bescheiden leben würde. Naja, gut, ein Mann, der Privatjet fliegt, ist jetzt nicht so wahnsinnig bescheiden. Ne? Aber was er damit natürlich meint, dass man nicht über seine Verhältnisse leben sollte. Und ist auch noch der 5. Punkt, ist dann auch noch genauso. Dass man einfach nicht so leben sollte, als hätte man schon einen Status, den man gar nicht hat. Und das Ding ist ja immer oftmals so, viele Leute, gibt es glaube ich auch irgendeinen Fachbegriff dazu, wenn euch da einfällt, dann schreibt mir das in die Kommentare. Viele Leute machen ja eins, die verdienen eine Summe X und geben genau diese Summe X aus. Ne? Also die verdienen, was weiß ich, 1000 Euro oder 500 Euro als Lehrling und 500 Euro sind weg. Jetzt kann man auch sagen, okay, 500 Euro als Lehrling und die gibst du dann aus, völlig verständlich. So. Dann verdienen die irgendwann mal einen ersten Job und verdienen vielleicht, keine Ahnung, 1000 Euro oder so. Dann sind auch die 1000 wieder weg. Dann verdienen die irgendwann mal 2000 Euro, sind auch wieder die 2000 weg. Und ich habe Leute kennengelernt, die haben 10, 15, 20.000 Euro im Monat verdient. Und was haben die gemacht? Die haben auch 20.000 ausgegeben. Das heißt, der Lebensstandard ist immer mit dem Gehalt mitgestiegen. Und was bist du dann? Du bist ein Sklave. Du bist ein abhängiger Sklave, weil du brauchst immer das nächste und übernächste Einkommen. Sonst bist du black. Sonst bist du weg. Und ich behaupte ja, und ich weiß, das sehen immer viele nicht, aber ich behaupte, ein Großteil der Deutschen wäre sofort pleite, wenn 2 Monate lang kein Gehalt käme. Wenn 2 Monate lang kein Gehalt kommt, ist ein Großteil der Deutschen sofort pleite. Dann haben die keinerlei Kohle mehr. Ne? Dann ist alles weg, da ist nichts gespart, da ist nichts zurückgetan. Und warum ist das? Weil man immer den Lebensstandard gleich anpasst, seinen Einkommen. Und deswegen auch hier, lebe so, als wärst du pleite, ist, glaube ich, so gemeint, dass man natürlich seinen Lebensstandard erhöhen sollte. Also ich sehe jetzt auch nicht ein, dass wenn ich viel Geld verdiene, dass ich dann leben sollte wie ein Student. Also ich möchte nicht mehr in einer 20 oder 25 Quadratmeter Wohnung leben. Ich möchte auch nicht mehr einen 25 Jahre alten Fiat Uno fahren. Das könnte ich zwar auch, da komme ich auch von A nach B, aber dafür lebe ich auch. Zu gerne, das macht mir auch zu viel Spaß. Also ich fahre gerne ein schönes Auto, ich habe gerne ein großes Haus, ich mache gerne schöne Reisen, aber ich könnte mir natürlich auch noch größeres Auto leisten, ich könnte mir auch noch ein Haus leisten, ich mache es aber nicht. Warum? Weil ich ganz genau weiß, wenn ich die nächsten 3, 4, 5 Monate oder Jahre auch nichts verdiene, dann ist es auch okay. Dann komme ich auch trotzdem locker über die Runden. Und das ist Freiheit. Das eine ist Sklaverei und das andere ist Freiheit. Und deswegen ist das so wichtig, dass du sagst, okay, lebe so, als wärst du pleite. Also das heißt, halte einfach deine Ausgaben ein bisschen im Zaum. So, und dazu passt eigentlich noch die letzte Regel. Und die ist wirklich grandios, weil sie im Grunde so simpel ist, aber von den meisten nicht verstanden wird. Und zwar heißt die, only spend what is left. Only spend what is left. Also das heißt, gib nur das aus, was übrig ist. Und da könnte man ja sagen, ja, das ist ja logisch. Ne? Ich kann ja nur das ausgeben, was ich habe. Heutzutage ist es aber nicht mehr so logisch. Heutzutage ist es ja so, die Leute hauen ja die Kohle raus, die sie noch gar nicht haben. Also du kannst ja heutzutage alles auf Kredit kaufen. Das geht los bei einer Kreditkarte, wo du sagst, ah komm, die wird monatlich abgestottert. Ne? Also kaufst du irgendwas für 1000 Euro und dann musst du im Monat 50 Euro bezahlen. Und dann kannst du ja heutzutage, du kannst jedes Elektronikteil in einem Elektronikmarkt kannst du auf Kredit kaufen, du kannst dein Auto auf Kredit kaufen, du kannst sogar Urlaub auf Kredit kaufen. Das ist für mich wirklich der Schwachsinn hoch 3, Urlaub auf Kredit, weil du fährst irgendwo hin, hast 14 Tage eine tolle Zeit, ist super und dann
ist quasi die Belohnung schon weg. Du musst aber noch 12 Monate im Nachhinein oder 36 oder keine Ahnung das Ganze abbezahlen. Also wie schwachsinnig ist denn das? Und das könnte man ja auch umdrehen. Ne? Dann sagt doch, hey, wenn jemand sagt, ich bin bereit, 12 Monate für diesen Urlaub zu bezahlen, sage ich, okay, kein Thema, dann verschiebt das Ganze aber einfach. Dann fahre nicht jetzt in den Urlaub und zahle danach das Ganze ab, sondern dann spare jetzt 12 Monate und fahre dann in den Urlaub. Weil dann ist es eine Belohnung. Das andere ist eine Bestrafung. Also das heißt, du machst was Schönes und hinterher hast du nur negative, wenn du, was weiß ich, sag mal, du sparst im Monat 100 Euro für deinen Urlaub, okay? Weil du sagst, ich brauche 1200 Euro für meinen Urlaub. Und jetzt fährst du in den Urlaub und dann musst du jeden Monat, siehst du, wie diese 100 Euro abgehen. So, dann ist jedes Mal, dann ärgerst du dich jedes Mal, weil du sagst, ich habe ja schon das Ziel erreicht gehabt und jetzt muss ich dafür auch noch bezahlen. Wenn du es umdrehst, also es heißt, spar einfach jeden Monat 100 Euro, dann ist es eine Belohnung. Warum? Weil du kommst jeden Monat deinem Ziel ein bisschen näher und dann machst du diesen Urlaub und sagst, hey geil, jetzt habe ich 12 Monate lang darauf gespart und jetzt kann ich diesen Urlaub richtig gut genießen. Wenn ich wieder zu Hause bin, gebe ich Gas, dass ich das nächste Mal eine Woche länger bleiben kann. Also das macht im Kopf ganz, ganz viel. Das ist eine ganz große, das verändert ganz viel im Unterbewusstsein. Das eine ist eine Strafe und das andere ist eine Belohnung. Und Belohnung, wir sind immer, immer scharf auf Belohnung. Und deswegen Schulden zum Beispiel. Ne? Sind Schulden schlecht? Viele sagen, ja, Schulden sind schlecht. Nein, Schulden sind überhaupt nicht schlecht. Konsumschulden, die sind schlecht. Das ist das Allerschlimmste. Investitionsschulden, super. Ne? Also dir Geld von der Bank geben zu lassen für 1% und für 5% anzulegen, sensationell. Aber irgendwie Kredite aufzunehmen für so alltägliche Konsumsachen, und mittlerweile geht es ja wirklich auf kleinste Dinge herunter. Ne? Ganz viele Jugendliche sind verschuldet, weil sie sagen, hey, ich muss mir irgendwie ein paar neue Turnschuhe kaufen oder ein neues Handy oder so. Und dann stottern sie das monatlich ab, können sie sich überhaupt nicht leisten. Völlig verrückt. Und nein, da muss man auch den Anbietern keinen Vorwurf machen, sondern wir sind ja erwachsene Menschen. Ne? Und wer wählen gehen darf, wer saufen darf, der darf auch selber darüber entscheiden, was er mit seinem Geld macht. Und deswegen macht solche Sachen nicht. Ne? Also gebt immer nur das aus, was ihr habt, niemals mehr. Es gibt Dinge, da ist es schwierig, die zu finanzieren aus der Tasche raus. Niemand wird sich jetzt auf die Schnelle ein Haus kaufen oder eine Wohnung, wird das bar bezahlen. Aber zum Beispiel als Privatmann, ist meine persönliche Meinung, sich ein Auto zu leasen, ein neues auch noch, das ist aus meiner Sicht totaler Schwachsinn. Haben wir auch schon mal ein Video gemacht, da Kfz-Wahnsinn der Deutschen. Wenn ich da mal eine Wiederholung machen soll, ne, schreibt mir das in die Kommentare, mache ich euch sofort ein neues Video. Habe ich so viel erlebt schon wieder in den letzten Monaten und Jahren dazu, sensationell. Okay, das waren also die 5 Regeln von Warren Buffett. Ob es wirklich von Warren ist oder ob es einfach nur eine Motivationswebseite zusammengeschrieben hat, das weiß ich nicht. Es sind auf jeden Fall tolle Regeln, die jeder mal für sich ein bisschen durchdenken soll. Und auch hier, du musst das nicht alles übernehmen. Aber wenn du dir ein, zwei Dinge rausziehst und sagst, ja, das stimmt, da könnte ich auch ein bisschen mehr machen, dann glaube ich, hast du, nein, da bin ich überzeugt davon. Das glaube ich nicht, da bin ich überzeugt davon. Wobei mein Glaube ist meine Überzeugung. Also deswegen, ich bin auch überzeugt davon, wenn du dich an solche Regeln hältst, und das ist total simpel, das ist total einfach, das hörst du auf jeder Motivationsseite, aber ist nun mal wahr, ne? Dann wirst du ein besseres Leben haben. So, wenn du ein besseres Leben an der Börse haben möchtest oder wenn du jetzt beispielsweise sagst, okay, wie kann ich mir denn noch ein weiteres Einkommen aufbauen? Bislang habe ich nur meinen Lohn oder mein Gehalt oder mein Unternehmen und du sagst, zur Börse, das reizt mich schon so ein bisschen, ich weiß aber nicht so richtig, wie ich da anfangen soll. Ne? Dann mach jetzt den ersten Schritt und komm zu uns ins kostenlose Erstberatungsgespräch. Ne? Hier unter dem Video findest du einen Link, trag dich da ein. Und wir machen eine Strategiesitzung, 45 Minuten. Wir erklären dir, wo du gerade stehst, was du erreichen kannst und wie du dir beispielsweise eine zusätzliche Einkommensquelle an der Börse aufbauen kannst. Okay, das war's für heute. Wir sehen uns wieder im nächsten Video. Ich bin gespannt auf eure Meinung, Kommentare und ihr dürft das Video natürlich wieder in die Welt der sozialen Medien überall hin teilen. Ihr könnt damit alles tun, was ihr wollt. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Tschüss, Servus, macht's gut. Bye, bye.